Ja, liebe Freunde des Broken Heart Social Club, leider können wir euch im Frühjahr 2020 keinen Abend bieten. Die momentane Lage macht das einfach nicht möglich, wie ihr wahrscheinlich wisst. Wir müssen auch von zu Hause arbeiten, wie man an meinem Hintergrund gerade erkennen kann. Nichtsdestotrotz haben wir vom Broken Heart Social Club uns gedacht, geben wir euch einen kleinen Vorgeschmack auf den nächsten Abend, der unter dem Titel Das Gespinst der Freiheit stattfinden wird. Und bevor ich mit dem ersten Text anfange, sage ich nur ganz kurz für diejenigen, die sich jetzt fragen, was ist eigentlich der Broken Heart Social Club? Wir sind eine verschworene Gemeinschaft aus Poeten, aus Sängern, aus Grafikern, die kreativ einen Abend gestalten. Und das unter einem Thema. Und dieses Thema, das Thema für dieses Jahr, das erste Thema wäre das Thema Freiheit gewesen. Mein erster Text zu diesem Thema heißt Weißer Mohn. Weißer Mohn. Auf dem Weg durchs Feld kommen wir immer am Mohn am Weg vorbei. Er erinnert mich an Kindheit, an Großvaters Stimme. Umsorgt und großzügig, wie sie hinter mir steht, fällt der Blick auf den hellen Streifen am Horizont. Meine ich, in den Ähren ein Flüstern zu vernehmen. Ein vielleicht oder nimm's nicht so tragisch. Der Mohn, er wächst morgen noch weiter. Naher Morgen. Von weitem können wir schon den nahen Morgen sehen. Noch ist es heute, Leute, noch jetzt, bis wir schlafen gehen. Bis wir die Uhr besehen, ist noch Zeit. Bleib stehen, du darfst noch nicht gehen. Und der Morgen naht, wenn wir durch das lichte Dunkel spähen. Noch ist das heute jetzt, bis wir schlafen gehen. Nicht die Uhr besehen. Es ist noch Zeit. Bleib stehen. Dichtung. Lange war der Hahn verstopft, nun ist es aber, dass er tropft. Versteh ich mich zwar drauf mitnichten, doch trotzdem, Hahn, ich will dir dichten. Vielleicht liegt das Problem ja nur in deiner lockeren Armatur. Sei nicht lange bange, ich hole meine Zange. Sieh, ich zieh dich wieder fest, worauf du aber weiter nässt. Hierauf weiß ich keinen Reim, mag es wohl doch die Dichtung sein? Ich schraub dich auf, ich schau dich an, wohl dem, der dich ganz lesen kann, dein Inneres zu deuten weiß, auf meiner Haut ein Film von Schweiß. Die Dichtung war die Ursach nicht. Und dennoch, Hahn, hältst du nicht dicht? Ich schraube an dem Siphon sacht, das hätte ich besser nicht gemacht. Die Verstopfung kann ich lösen, jetzt sorgt mich bloß dein lautes Tösen. Du tropfst nicht bloß, nach einem Knall steht das Wasser überall. Die Sache ist unangenehm, ich muss den Haupthahn wohl abdrehen. Ab beschreibt es elegant, das Ventil in meiner Hand. Wenn's eben nur im Bade schwoll, läuft mir jetzt auch der Keller voll. Wasser läuft Trepp ab, Trepp auf, ich geb nun doch das Dichten auf. Ich rufe nach dem Dichtungsmeister, die Not, sie ist so groß, die ich rief, die Geister, werd ich nicht mehr los. Das wird teuer, Anfahrt, Arbeit, Spesen, wären sie wohl besser rasch gewesen. Man sieht, der Dichtkunstprofiteure sind fürwahr Installateure. Hello, you again. We're smiling, but we know it's not the same. So hello,
pretending we'll see us someday. Gebirgskette. Daran erinnere ich mich, die Züge der Bergsteiger, abwartend im Tal, mit den Augen am Gipfel, den Jägertee in der Hand, den Plan fest im Verstand. Es zählt jede Schneewehe, jedes Gehölz und Steinchen. Noch einmal die Ausrüstung, alles, alles aus dem Schlussverkauf. Für einen Freiheitsmoment im weltweiten Netz. Zugvögel. Es ist Zeit, wenn Zugvögel ziehen, vom Instinkt angetrieben. Ihre Bestimmung ist nicht, in Fesseln gebunden zu liegen. Es ist Zeit zu ziehen, wohin Winde sie wiegen. Und sie singen von Wäldern, die sie überfliegen, von reißenden Flüssen, die niemals erliegen, von Bergen und von Felsenklüften, die sie erspähen, hoch aus den Lüften. Und sie singen vom Meeresrauschen, das sie vernehmen, von Stürmen, von Gicht, hoch auf den Wellenfontänen. Und Zuflucht ist immer wo, weit vom goldenen Käfig. Erika will ausgehen. Erika ist frisch gebadet, parfümiert, weil das nie schadet, manikürt und frisch frisiert, weil sie auswärts heut diniert. Und, als könnte man anders meinen, sie speist heut nicht allein. Doch plötzlich steht sie steif und krank vor ihrem offenen Kleiderschrank. Das kurze Kleid, der Rock zum Kostüm, das wirkt beinahe ungestüm. Die Bluse,
trägt sie viel zu selten, sie lässt gewisse Stellen gelten. Darunter noch ihr Schnürkorsett, doch dafür fühlt sie sich zu fett. Sie zwingt sich in die eine Hose, jene enge Jeans so frech, in der sie damals wolkenlose lange Nächte durchgezecht. Doch die ist an den Schenkeln knapp. O weh, sogar der Knopf springt ab. Und Erika, welch Schreck und Graus, bekommt die Hose nicht mehr aus. Sie zieht und ruckelt, rüttelt, zerrt, doch alle Wege sind versperrt. Und anlassen von wegen, sie kann sich nunmehr kaum bewegen. Sie kantet sich durchs Anziehzimmer, schmerzvoll klingt ihr Wehgewimmer, sucht aus diesem Höllenquälen sich irgendwie herauszuschälen. Verschwitzt, zerzaust, die Nägel eingerissen, fühlt Erika sich echt beschissen. Essen will sie auch nicht mehr, da klingelt's von der Türe her. Für ihn, der schon am Eingang klopft, kommt folgend Satz recht unverhofft. Komm doch schon hoch, mein lieber Klaus, und hilf mir aus den Sachen raus. No, 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 no.